Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt: Square Enix präsentiert. Ist mein Spaß, lol. Herzlich willkommen, ihr Söhne, zu diesem Ostbeth. Explosion. Ja, ich bin ja auch ein Vielficker. Das ein sagen Power sie Hit. Alle. Dann. Ausgeladenen Intro. Darf ich euch herzlich willkommen heißen zu Let's Play. Das hat uns gut. 64 kommen, aber erstmal das hier. Ah, Lara, pass auf. Was kann Lara? Ficken. Ich hatte. Oh Gott, was passiert hier? Ach, schaut mal hier. Was ist denn da? Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. I am Dr. Hübi. I can cool tricks. Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, einen in Asienkunde. I am Dr. Man müsste doch wohl oder übel etwas jagen, oder? Aber dafür brauchen wir erstmal den Bogen. Den kriegst du, Lara. Den kriegst du, Lara. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht. 6. Wo sind die Pfeile? Zum Lager. Aber warte, war da hinten nicht noch was? Könnt ihr euch noch erinnern aus der letzten Folge? Wuhu, da hier. Ja. So, Fähigkeit zum okay. Sprachenlernen, Bubble. Musik? Sorry, wenn Hallo? Ist jemand hier? Hello there. Na gut. Was soll's. Was hätten wir denn sonst machen sollen? Was sind das für Zeichen? Die Malereien. Traditionelle Nomaske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Oh, ich wollte sie nicht erschrecken. Dann würde ich sagen, Raven will zu dem Typi. Ja, lass uns Raven. Hey Schatz, ich bin schwanger. Das klingt gar nicht gut. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Haut ab! Aha, das Spiel ist einfach abgestürzt. Seid mir nicht böse. Ich habe. EG richtig hart. Penetriert. Und dann. Oh, ich wollte sie nicht erschrecken. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Wen beten die wohl an? Dr. Hübi! Oh, ultra viel Spaß. So wie abonnieren. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Ei. Sus! Поднимите большой палец вверх.
Gib einen Daumen hoch. Summ und Moin, die Ereignisse überschlagen sich. Summ und Moin, die Ereignisse schlagen sich. Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Ross um. Was? Wer? Viel Ficker. Ich weiß nicht warum. Ist die Banane krumm? Ich hatte damit gerechnet. Es ist minus P halbe plus minus die Wurzel aus. P halbe ins Quadrat minus Q. Das wäre Selbstmord. Das wäre Selbstmord. Ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es Wachen. LOL. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Aber. Ich weiß, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Sus! Einfach mit und halt den Kopf. Warum tut ihr das? Was? Heute Abend wissen wir mehr. Was soll ich da machen? Diese Fotzensöhne sind tausendmal auf der Welt hier. Ich brauche Hilfe! Hey. Was? Von wo? Euda. Euda. Ja, sorry, das ist mein Kommandierungs... Ach komm, jetzt stürzt schon wieder dieses hässliche Spiel ab. Willst du mich verarschen? Nachdem wir hier angespült worden, wurde hier angespült. Bruder, mach Akrobatik. Ja, ist ja auch cool. Wow. Mit Gott hatte das hier nichts zu tun. Dafür mit Satan. Kein. Bruder, geh sterben. Dann ist die Festplatte halt im Arsch. Gefickte Sehne. Gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie penetriert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin anzuraten wäre. So, wo ist... Es wurde jetzt gedreht. Los geht's. Das ist die Skabara. Das finde ich nicht gut. Lecker, lecker Bergungsgut. Als Geografielehrer macht man Geocache. Gut. Finden wir dich zusammen. Ein Funkturm soll. Jawohl. Was du sagst, so. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger als du je sein wirst. Hello, darkness, my old friend. Teufel, kriegen wir es die Treppe rauf. Pomprick. Der im Rollstuhl sitzt. Jo! Was sagst du so lange? Da scheint in den Gedankengut der Leute kein Bergungsgut zu sein. Willst du mich für blöd verkaufen? Ungläubiger. Ungläubiger. Das könnte ziemlich heiß werden. Das könnte ziemlich heiß werden. Oh, ich wollte sie nicht erschrecken. Bombenprick! Lara Croft, du bist meine Heldin! Schön. Okay, dann. Willst du mich für blöd verkaufen? Willst du mich für blöd verkaufen? Rein in den Hasen. Alex?
hat uns bewundert, aber er hat nicht gewusst, wie dumm wir sein können. Da war doch eine Bahn, oder? Ach komm, leck meinem Arsch. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Ich bin dumm. Ziemlich dumm. Wenn ihr euch jetzt das Let's Play anschauen wollt, dann klickt auf dieses Video hier. Und dann vergesst nicht, alles ist okay, solange du real bist.